Hello, hello. Ja, ich liege auf einer Liege, bin verkabelt. Nein, es geht noch nicht los. Es wird gerade CTG geschrieben und ich nehme euch wieder eine Runde mit in diesem Video. Ich würde sagen, ich mache euch ein Schwangerschaftsupdate. Ja, Blut wurde abgenommen für die Toxoplasmose. Ich wurde wieder gewogen. Gott, okay. Das ist nicht so lustig. Aber ich hab ganz dicke, fette Schuhe an, das geht leider eh nicht. Also gut, und wie gesagt, das CTG wird gerade geschrieben da drüben und ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß bei diesem Video. Das Baby zappelt voll rum. Es macht Turnübungen. Okay, fertig mit dem CTG. Es war natürlich heute auch sauschlau, dieses Kleid anzuziehen mit halterlosen Strümpfen. Aber halterlos nur deshalb, weil es Kompressionsstrümpfe sind. Deswegen hatte ich diesen Schal noch drum. Die Info hat jetzt keiner gebraucht, ne? Ich wollte es euch trotzdem mal erzählen. Geht's zu Herzchen rein. So, ich bin wieder zu Hause. Kurzes Update. Das Baby ist schon sehr groß. War ja klar. Genau, wir sind jetzt alle Daten nochmal durchgegangen. Beim Diabetologen war ich auch letzte Woche. Da muss ich übermorgen wieder hin und es ist alles ja, etwas komplizierter als gedacht. Ich darf ja auch nur in eine bestimmte Klinik zum Entbinden, aber ich würde sagen, ich setze mich dann oben noch mal ganz kurz hin und erzähle euch ein bisschen was. Ich war jetzt gerade noch in einem Baumarkt, heißt das so auf Deutsch? Ich hab noch so Beilegscheiben, echt? Ja, ich habe noch so Teile gebraucht für den Stubenwagen, also Bollerwagen. Und genau, jetzt warten aber gerade meine Kinder auf mich. Ich koche jetzt was, beziehungsweise habe das schon vorbereitet. Und wie gesagt, ich setze mich dann oben hin und erzähle euch, wie es bei der Ärztin war. So machen wir es. Ich roll mich jetzt mal hier raus. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Wie versprochen, allerdings wird es jetzt ganz kurz kompliziert. Ich brauche eure Aufmerksamkeit. Mir ist was total Blödes passiert, ist mir noch nie passiert. Aber gut, so ist es halt. Nur damit ihr jetzt mitkommt. Und zwar habe ich aus Versehen die Sequenzen gelöscht, in denen ich euch quasi erzählt habe, wie der Arzttermin verlaufen ist. Ich war ja unten im Auto und habe zu euch gesagt, dass ich jetzt hochgehe, dass ich euch das erzähle, dass ich aber erst für die Jungs koche. Das habe ich auch alles gemacht. Und gerade wollte ich das Video zusammenschneiden und dann ist mir das eben aufgefallen. Deshalb sitze ich jetzt nochmal hier und erzähle euch ganz kurz von dem Termin. Kurz nur deshalb, weil ich jetzt dann gleich noch von dem gestrigen Termin erzähle. Nur damit ihr euch nicht wundert, sage ich das jetzt einfach dazu, weil ich eben dasselbe anhabe, damit ihr einfach mitkommt. Eine kurze Sequenz ist jetzt gleich noch mit dabei, das Intro quasi vom gestrigen Arztbesuch. Okay, ich bin mir sicher, ihr habt das jetzt alle verstanden. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, ganz kurz zu den Daten. Und zwar war ich da in der 33. Schwangerschaftswoche, also sprich 32 plus 6. Mir wurde Blut abgenommen für den Toxoplasmose-Test. Das Ergebnis sage ich euch jetzt gleich im Anschluss. Ansonsten Blutdruck wurde gemessen, Urin wie immer. Dann hat sie den Muttermund gemessen. Der war bei 3,8 cm und einen Ultraschall hat sie gemacht. Das macht sie nicht jedes Mal, aber was sie jedes Mal macht, ist das Baby quasi per Ultraschall, also auf dem Bauch, ne? Nicht vaginal wie davor wegen dem Muttermund, sondern hier eben obendrauf ausgemessen. Das ist ganz, ganz wichtig, eben wegen der Schwangerschaftsdiabetes. Ich bin ziemlich erschrocken, weil sie meinte, dass das Baby 2000 bis 2300 Gramm schon wiegt. Und sie war ein bisschen verwundert, dass ich so reagiere. Aber in der 30. Schwangerschaftswoche, also der Termin davor, da war ich 29 plus 6, da hat das Baby 1500 Gramm gewogen und ich finde, es hat halt total zugenommen. Ne? Sie meinte aber, es ist alles im grünen Bereich, es ist alles in Ordnung. Es ist halt super wichtig bei der Schwangerschaftsdiabetes, dass sie da einfach bei der Kurve immer schaut, ja, ob die Proportionen halt einfach stimmen. Ne? Genau. Und ansonsten wurde dann wieder die Ernährung besprochen und so weiter, aber es ist alles gut. Dann hat sie mich noch gefragt, ob ich mich schon bei der Klinik vorgestellt habe, denn ich darf ja leider nicht in irgendeiner Klinik entbinden. Also sprich, ich brauche eine Kinderklinik,
die eben mit dabei ist. Und das ist bei uns halt super schwierig, hatte ich euch schon mal erzählt. Da hatte ich jetzt noch keinen Termin gemacht, aber mittlerweile habe ich einen. Genau. Und meine App hat mich auch gefragt, ob ich schon meine Kliniktasche gepackt habe. Die habe ich tatsächlich noch nicht gepackt. Das sollte ich doch jetzt auch mal tun. Und ja, das war es jetzt erstmal soweit von dem Termin. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid jetzt mitgekommen. Sorry, dass es jetzt so ein bisschen durcheinander war. Es ist halt ein bisschen ein anderes Schwangerschaftsupdate als sonst. Normalerweise ist es ja alles, hat es alles so einen roten Faden. Aber diesmal ist es halt so gelaufen. Ich hoffe trotzdem, dass es für euch in Ordnung ist. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss. Aber ihr seht mich ja jetzt gleich im Anschluss bei dem Termin von gestern. Also weiterhin viel Spaß beim Video und sorry nochmal. Guten Morgen. Schaut mal, wo ich schon wieder bin. Man hört es auch, ne? Na toll, jetzt ruft mein Mann an. War ja klar. Hello. Fertig. Bin kaum von der Liege jetzt hochgekommen. Okay, läuft bei mir. Okay, jetzt geht's zur Ärztin. Gott, ist mir warm. Hello, hello, meine Lieben. Es ist jetzt schon wieder ein neuer Tag. Ich konnte mich gestern gar nicht mehr bei euch melden. Eigentlich hatte ich das ganz anders geplant, dieses Schwangerschaftsupdate. Ja, Bella, da bist du, ne? Muss ich dich auch erstmal begrüßen, ne? Ich komme gerade vom Diabetologen. Und ich würde sagen, ich setze mich mal ins Wohnzimmer und erzähle euch ein bisschen von gestern bzw. von heute. Es gibt leider keine guten Nachrichten. Ne, Bella? Und ich bin ziemlich kaputt. Und ja, also, jetzt geht's erstmal ins Wohnzimmer. Und dann geht's weiter mit diesem etwas anderen Schwangerschaftsupdate. So macht man's. So, da bin ich, wie versprochen. Wie immer außer Atem, sorry. Aber ich kann ja nicht normal laufen, ne? Ich muss immer rennen. Treppe hoch, Treppe runter. Sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen langsamer machen. Also, jetzt, wie versprochen, erzähle ich euch ein bisschen vom Termin gestern. Wie gesagt, es wird ein komplett anderes Schwangerschaftsupdate. Also ich habe weder Lichter aufgebaut und so weiter. Ich setze mich jetzt einfach hier hin und erzähle euch ein bisschen was. Ich habe mir gestern Abend tatsächlich auch einen Spickzettel gemacht, damit ich nichts vergesse. Schwangerschaftsdemenz des Grauens. Also gestern war es ultra anstrengend. Ich glaube, es war so mit der anstrengendste Tag in meiner Schwangerschaft. Mein Mann, der hat mich so gestriezt, von einem Termin zum nächsten bin ich gehechtet und konnte die Kamera gar nicht mehr rausholen. Ich glaube, ihr hättet gedacht, oh mein Gott, was ist mit der Frau los? Ich habe mich dann mittags tatsächlich das erste Mal eine halbe Stunde aufs Sofa gesetzt. Das mache ich ja nie. Ich habe nie Ruhe und nie Pause, aber ich musste mich echt hinsetzen, weil ich mir gedacht habe, was war heute eigentlich alles bis jetzt schon los? Wir haben es erst 2:30. Und ja, deshalb habe ich mich dazu entschieden, euch eben heute eben noch ein bisschen was zu erzählen. Ich habe ja auch den Termin beim Diabetologen gehabt und da habe ich mir gedacht, okay, dann packe ich das gerade zusammen und erzähle euch davon. Also gut, mein Mann hat übrigens Ärger von mir bekommen, ja, weil er mich so gestresst hat. Also, ey, das war gestern der absolute Wahnsinn. Aber gut, ist egal, heute ist ein neuer Tag, neues Glück und alles ist wieder gut. Ich war gestern in der 35. Woche, also sprich 34 plus 6. Ich bin angekommen, da wurde dann ganz normal wieder Blutdruck gemessen. Wie immer, der ist bei mir übrigens immer sehr, sehr niedrig. Da wundert ihr euch auf Instagram immer und da bekomme ich ganz viele Nachrichten. Aber das ist bei mir normal, also das ist nichts Neues. Mit meinem Kreislauf, das geht jetzt mittlerweile etwas besser. Wobei ich sagen muss, dass ich die Stützstrümpfe nicht immer trage. Es ist wirklich eine absolute Qual, die anzuziehen. Aber ich habe von euch ganz, ganz viele tolle Tipps bekommen. Vielen Dank dafür. Ich mache das auch so, wie ihr mir das geschrieben habt. Und ja, wie gesagt, es hat sich gebessert, aber ich trage sie nicht immer. Da habe ich übrigens eine ganz böse Nachricht bekommen von wegen, ja, ja, Schwangerschaftsdiabetes und Stützstrümpfe liegt wohl doch am Alter. Habe ich mit meiner Frau eine Ärztin besprochen, die meinte, nein, es gibt auch 20-Jährige, die Schwangerschaftsdiabetes haben. Aber gut, da lasse ich mich nicht ärgern.
Das wisst ihr ja, ich wollte es nur mal ganz kurz sagen. Also gut, Blutdruck wurde gemessen, Urin ganz normal, dann wurde ich gewogen. Ja, ich habe jetzt schon einiges zugenommen. Aber mal wieder nur am Bauch. Mein Mann, der sagt immer, und er so hinter mir läuft, dann meint man gar nicht, dass ich schwanger wäre. Aber gut, bei den anderen habe ich immer 20 Kilo zugenommen. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden, um Gottes Willen. Ich habe ja nicht mehr allzu lange. Also gut, dann musste ich sehr, sehr lange im Wartezimmer warten. Wartezimmer warten, wie passend. Dann hat mein Mann schon ein paar Mal angerufen, hat mich echt total genervt, ne, warum ich da jetzt so lange warten muss und ne, Termine, Termine. Ja, sorry, dass ich kein Privatpatient bin. Naja, der hätte echt gestern Ärger von mir bekommen, ne? Das geht gar nicht, wie er mich da rumgescheucht hat. Jedenfalls war ich dann dran und ich hatte ein paar Fragen an die Frauenärztin. Und zwar zum einen wegen meinem Nabelbruch, den ich beim Lesandro hatte. Da wollte ich mal wissen, wie das ist während der Geburt, wenn man dann presst. Also ich habe dann schon die dollsten Geschichten in meinem Kopf gehabt. Sind schon voll die Filme abgegangen, ne? Und dann hat sie mir das aber erklärt und meinte, da kann eigentlich gar nichts passieren, weil ja die Gebärmutter davor ist und dann kommt der Bauchnabel. Und ich hatte mir das gar nicht so vorgestellt. Jedenfalls hat sie mich da beruhigt. Ich soll dann nur nach der Geburt aufpassen und den Ärzten auch Bescheid sagen und dann wird man sehen. Genau, also ich habe das damals nicht operieren lassen, obwohl es echt richtig heftig war. Kam der Arzt, hat dann versucht, das so reinzudrücken. Das war echt voll unangenehm. Das hat so weh getan. Und die haben mir natürlich dazu geraten, das zu operieren. Aber ich hatte ja ein Neugeborenes und drei kleine Kinder. Keine Hilfe, also sprich keine Schwiegereltern, keine Mama, keine Geschwister. Ne? Wie soll ich mich da operieren lassen? Also ja, ich habe dann das Ganze eben verneint, aber habe mir jetzt eben Sorgen gemacht, dass es während der Geburt irgendwie, ja, Nachfolgen haben könnte. Da hat sie mich eben aufgeklärt und hat mich beruhigt, sagt sie, nee, keine Sorge. Dann hatte ich noch eine Frage wegen dem Stillen. Und zwar habe ich jetzt schon ganz, ganz oft gelesen bei anderen und auch gehört, dass jetzt schon die Milch kommt, aber dass bei mir halt noch gar nichts ist. Da war ich so ein bisschen enttäuscht und traurig. Dann habe ich sie jetzt mal drauf angesprochen und meinte, ja, ob das denn normal ist, ob alles gut ist. Und dann sagt sie, ja, das ist alles im grünen Bereich. Ich soll mich da gar nicht verrückt machen. Wenn das Baby dann geboren ist, dann wird das alles seinen Lauf nehmen. Ich würde natürlich super gerne wieder stillen. Ich habe ja meine vier Jungs auch voll gestillt und ganz, ganz lange auch. Also das wünsche ich mir schon sehr. Da wäre ich schon traurig, wenn es nicht klappen würde. Aber auch das lasse ich auf mich zukommen. Das hat mich halt so ein bisschen verunsichert und genau, deshalb wollte ich eben meine Ärztin fragen. Ansonsten bespricht sie immer ganz lang noch mit mir die Zuckergeschichte. Da gehen wir dann die ganzen Daten durch, die ich halt aufschreibe. Ich muss ja jeden Tag messen und ich habe aber gestern tatsächlich ja resigniert. Muss ich jetzt auch wirklich zugeben. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt und ich wollte tapfer sein und wollte das durchziehen und habe mir ganz viel Mühe gegeben. Aber ich habe es nicht in den Griff bekommen. Also mein Wert ist ganz, ganz oft über 140 und das soll er nicht sein, obwohl ich sehr darauf achte. Aber das ist einfach ein Prozess. Man muss das einfach auch lernen. Nicht jedes Lebensmittel ist bei mir ideal, so wie es vielleicht bei einer anderen Frau ist. Und das ja, bringt jetzt nichts mehr, obwohl ich sagen muss, dass sie danach dann den Ultraschall gemacht hat. Also ich bekomme jedes Mal einen Ultraschall gemacht, weil sie einfach das Baby ausmessen muss. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Proportionen stimmen müssen, ne? Der Bauch zum Kopf. Und dass sich dann mein Diabetologe anschaut. Und sie meinte, es ist alles im grünen Bereich, es ist alles in der Linie. Ne? Sie macht dann immer die Kreuze. Misst es ganz, ganz ordentlich aus, aber für mich war halt einfach dieser Zettel, den ich habe, mit den Werten so, dass ich total unzufrieden einfach bin. Klar, als ich dann heimgefahren bin, dachte ich mir, Mensch, ne, was steigerst du dich denn jetzt so rein? Die Ärztin hat doch gesagt, mit dem Baby ist alles gut und das ist ja die Hauptsache, aber es ist schon auch wichtig, dass die Werte halt stimmen, ne? Ja, und jetzt habe ich eben heute den Termin gehabt, aber da kommen wir gleich dazu. Das Baby, das wiegt jetzt tatsächlich schon, oh Gott,
2866 Gramm circa natürlich. Aber das ist schon eine ganze, ganze Menge. Ne? Vor zwei Wochen noch 2374 Gramm. Also der absolute Wahnsinn. Also fast 500 Gramm hat es zugenommen und ja, genau. Dann wurde mir noch Blut abgenommen. Das letzte Mal hatte ich euch erzählt, Toxoplasmose-Test, der war okay, also alles gut. Da war ich auch beruhigt. Und jetzt muss ich dann halt nächste Woche wieder zu meinem Frauenarzt. Das wusste ich aber gestern noch nicht. Denn heute, der Termin hat Folgendes ergeben, dass ich tatsächlich Insulin spritzen werde. Also ich bin auch schon mit dem Gedanken dahingegangen, dass das so besprochen wird, weil ich, wie gesagt, selbst mit meinen Werten gar nicht zufrieden bin. Und er das eben dann auch so gesehen hat. Er ist zwar auch mit dem Baby und mit den ganzen Daten zufrieden, aber er meinte, wir sollten das jetzt doch mal in Angriff nehmen. Und gestern hat mir meine Frauenärztin eben gesagt, dass wenn ich nicht spritzen muss, dass wir uns in zwei Wochen wiedersehen, aber wenn ich spritzen muss, dann in einer Woche. Und zack, da war der Akku von der Kamera leer. Also irgendwie ist der Wurm drin in diesem Video, aber dafür habe ich hier ein paar Aufnahmen, wie sich das Baby bewegt. Ich hoffe, dass euch trotzdem das Video gefallen hat. Ich habe euch im Anschluss dafür aber mal ein paar Outtakes angehängt, die ziemlich lustig sind. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Hallo. Warte, meine Hand. Wo soll ich denn die hin tun? So. Sagt CTG geschrieben. Autsch. Okay, also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und was war denn das?